Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Heute die letzte Folge der kleinen Kanäle unter 150 Abonnenten. Ich habe was Spezielles vorbereitet, gleich geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt komme ich zu einem Thema, denn ich habe in dieser Gruppe der kleinen Kanäle drei Kanäle gefunden, die von Menschen mit einer Behinderung gemacht werden. Und das finde ich sehr spannend und interessant und deswegen möchte ich die drei euch auf jeden Fall heute vorstellen, bevor ich dann noch zu drei, vier besonderen Tipps komme. Ja, das hier ist Jakob de Wolf, wie ihr seht, der hat 140 Abonnenten. Leider findet man über ihn in seiner Kanalinfo nicht besonders viel. Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, welche Art seine Behinderung ist, wie alt er ist oder solche Sachen. Und er macht vor allem Vlogs, also ich finde es schon ziemlich gut. Er reist herum, hat schöne Bilder, schneidet die gut zusammen. Und da seht ihr ihn. Man versteht ihn auch ganz gut. Cooler Typ. Der zweite Kanal ist von einer jungen Frau. Smoothie heißt sie. Danke vielmals dir, dass du in der Kanalinfo etwas reinschreibst. Ich bin eine 17 Jahre alte Rollstuhlfahrerin, bin lebensfroh und liebe es, mich kreativ auszutoben. Smoothie redet auch über ihre Krankheit, macht das wirklich gut, macht das mit viel Humor und ich höre ihr wirklich gerne zu. Sie hat ein gutes Grundmaterial, sie erzählt zum Beispiel hier, wie sie zu einer Operation fährt. Alles, was kaputt ist, wird nochmal repariert und alles, was ich mehr brauche, wird umgetauscht, sozusagen. Ich finde, dass sie das wirklich sehr cool macht und auch sehr offen und humorvoll über ihre Krankheit spricht. Wenn du dich weiter verbessern willst in deinen Vlogs, dann wünsche ich mir noch ein bisschen mehr redaktionelle Nachbearbeitung sozusagen, dass es ein bisschen mehr straffst, kürzt an manchen Stellen und ein bisschen mehr noch auf Tempo und Schnitte achtest, dass es noch ein bisschen mehr Drive kriegt, weil vom Grundmaterial und auch von deiner Persönlichkeit her finde ich das wirklich ausgesprochen gut. Für mich eigentlich schon ein Profi ist Typitus. The Legend You Know steht in seiner Kanalinfo, was auch immer das ist, aber ich habe an anderer Stelle eben gesehen, dass er Glasknochenkrankheit hat. Gitarre spielt er in manchen seiner Videos. Er spricht über seine Krankheit, aber auch über gesellschaftliche Themen. Er äußert seine Meinung. Was gibt, falls ihr euch noch erinnert? Ich habe mal Leute gefragt, YouTuber, was sie mit 3 Millionen Abonnenten machen würden. Ja, und er macht ganz viele Videos in dieser Art, wo er praktisch in die Kamera einfach Real Talk macht. Und ich finde ihn einen ausgesprochen interessanten und sympathischen Typ. Offensichtlich dreht er auch immer mal wieder. Eins seiner letzten Videos heißt zumindest, guck mich an, ich mache Filme. Ich finde für das, was er macht, 136 Abonnenten völlig undiskutabel. Der müsste wirklich viel, viel mehr haben, der Typitus. Schaut doch mal drauf. Ich finde es eine spannende Geschichte. So, zuletzt hatte ich noch versprochen, euch ein paar Sachen vorzustellen, die ich wirklich besonders interessant außer diesen dreien fand. Das ist die Luana Rogger. Und ich habe erst irgendwie nicht gar nicht verstanden, dass sie das selber ist, die da singt, weil sie singt wirklich ausgesprochen gut, finde ich. Und hat hier verschiedene Covers drauf, die man sich durchaus anhören kann. Und dazwischen gibt es dann eben auch mal was, wo sie mit der Gitarre live singt. Und dann merkt man, dass sie wirklich selber singt. Und deswegen für alle, die Musik mögen, ist Luana Rogger mein Tipp für heute. Dieser Kanal, der sieht einfach so nett und aufgeräumt und lecker aus, den musste ich euch unbedingt zeigen. Das ist für mich ein super designter Kanal, ein tolles Banner. Er macht Cinematics von Reisen. Ich kann mal in eine beliebige reinklicken. The Key to the World, er macht Reisevlogs und er mag schöne Bilder, er kann sie gut zusammenschneiden mit schöner Musik. Und wer mal von einem Videokanal mit auf Reisen genommen werden möchte oder sich vor einer Reise ein paar Inspirationen oder Bilder holen, der ist da bestimmt richtig. Hier habe ich auch einen Kanal, wo man einfach auf den ersten Blick sieht, um was es geht. Experimente 2.0 heißt das und das ist noch ein junger YouTuber, ich weiß nicht, ob es drin steht. Nein, leider auch hier nicht. Aber man sieht ihn manchmal und er macht einfach DIYs oder Experimente, einheitliche Kanalgestaltung. Und hier baut er zum Beispiel einen Grill aus einer Dose. Er hat es technisch alles gut im Griff. Für jemanden, der Lust hat, mal am Sonntagnachmittag irgendwas zu machen,
irgendwas auszuprobieren, schaut bei Experimente 2.0 rein, da findet ihr vielleicht was. Und wenn er dann vielleicht mehr als 24 Abonnenten hat, hat er vielleicht auch selber wieder mehr Lust, neue Videos einzustellen. Phil Production hat auch Cinematics, Reisevlogs und hat eine wirklich ausgesprochen gute Qualität, schöne Bilder, er hat eine gute Kamera. Er hat, finde ich, auch interessante Themen, wie jetzt zum Beispiel hier Delfine, Drohnenaufnahmen. Phil Production, das ist für mich auch jemand, der mal Kameramann werden wird. Für dich hätte ich zwei Gedanken. Ich glaube, dass dein Kanal, vor allem dein Banner, dein Kanalbild und die Anordnung hier auf dem Kanal nicht die Qualität deiner Videos widerspiegelt und man deswegen auf den ersten Blick daran möglicherweise vorbeiläuft, weil man nicht erkennt, was für eine hohe Qualität dahinter zu finden ist. Auch Harry ist aus dieser Kategorie Filmmaking und ich habe sie deswegen ausgewählt. Von der Schnitttechnik, von der Filmtechnik, Kameratechnik, die beherrschen sie wirklich ausgesprochen gut und das in diesem Bereich 10 bis 150 Abonnenten, dass man das einfach mal zeigen muss, dass es einfach auch viele Leute gibt, die sehr gute Videos machen und die guckt keiner, dass ihr euch nicht grämt, wenn ihr gerade anfangt und ihr habt erst 200 Abonnenten. Das ist normal und in manchen Bereichen ist das auch Schicksal ein Stück weit. Es gibt einfach mehr Leute, die sich angucken, wie irgendein junger Kerl Blödsinn macht oder wie irgendjemand einen anderen ins Wasser reinschmeißt, als Leute, die sich angucken, wie jemand sehr hochwertige Aufnahmen von, zum Beispiel hier, Frankfurt, der Natur oder Amerika machen. Er hat wirklich tolle Bilder, eine wirklich auch interessante Schnitttechnik teilweise, setzt die Musik gut ein, ist absolut ein fortgeschrittener Creator meiner Meinung nach. Und die Dinger sind auch noch kurz, sind immer so ein, zwei Minuten lang. Da kann man einfach auch mal drauf gehen und gucken. Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte bei Harry, A Different Kind of Filmmaking. So, das war der Abschluss meiner Vorstellung ganz kleiner Kanäle. Ich habe ja noch einige jetzt zwischen 150 und 5000 Abonnenten. Da werde ich natürlich auch ein bisschen strenger sein in meiner Auswahl. Und ich werde auch nur noch Kanäle auswählen, die ich wirklich finde, dass sie einen sehenswerten Content haben. Nicht beleidigt sein, nicht böse sein. Weitermachen, das ist so wie beim Klavierspielen. Da kann auch nicht jeder Konzertpianist werden. Und trotzdem ist es gut, wenn man es mal macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Seid nächstes Mal wieder dabei. Liked, verbreitet und kommentiert, was das Zeug hält. Und schafft es, dass wir bald mal 5000 Abonnenten auf diesem Kanal haben. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis bald, euer Dieser Dad.